Hey Leute, hier möchte ich jetzt für euch ein kleines Video dazu machen, wie ihr möglichst einfach die Bodenmissionen von dem aktuellen Event gemacht bekommt. An sich gibt es da wirklich nicht viel zu sagen. Ihr solltet 17 Runden am Stück drin bleiben, damit ihr das optimale Ergebnis bekommt. Ist natürlich theoretisch langsamer und weniger effektiv als die Railcheck-Mission. Dafür ist die Bodenmission spielbar. Die Weltraummission in den wenigsten Fällen. Ja gut, also 17 Runden solltet ihr drin bleiben. Das Gegnerlevel hat zum Schluss, ich glaube, der Boss 188 und die normalen Gegner so um die 202, 205. Und im Hintergrund seht ihr ja gerade schon, wie die Mission so abläuft. An sich sind zwei Frames Must-Have. Das eine ist eine Mesa, das andere ist ein Limbo. Der Limbo sollte maximale Dauer haben und ungefähr 200% Reichweite. Und die Mesa ist dazu da, die ganzen Ads zu clearen, also das ganze Kleinzeug. Seht ihr ja gerade im Hintergrund, wie das so funktioniert. Der Limbo ist dafür da, dass ihr in der Mission, wenn ihr eure Uplink-Beacons gleich hinstellt, die mit der Ulti und dem Stasis-Feld zu schützen. Dadurch können die Dinge halt nicht sterben. Am Anfang, die haben 20.000 Leben, die Gegner machen fast keinen Schaden. Aber gerade in den letzten paar Runden, die fallen da doch schon relativ schnell um. Was bedeutet, der Limbo ist eigentlich Must-Have. Als weitere Frames sind absolut empfehlenswert Wisp, eigentlich auch Must-Have, wegen dem Gesundheitsreck, dem Gesundheitsbonus, dem Feuerratenbonus, gerade für die Mesa. Und, naja, der Elektrobuff ist halt da. Der letzte Frame, und der ist halt ein bisschen flexibel, sollte ein Frame sein, der buffen kann. Da hätten wir zum Beispiel Chroma, wir hätten Mirage, oder ich glaube auch noch Harrow. Weil ihr habt einen Boss und der Boss öffnet sein Auge, wenn alle Sentients gekillt wurden. Die Sentients zu killen ist Aufgabe der Mesa. Den Boss zu killen ist Aufgabe von dem Buff-Frame, beziehungsweise da können auch theoretisch alle mit drauf schießen, aber der Buff-Frame macht's halt am besten. Ja, und so läuft das ganze Event dann ab. Momentan ist das Ganze nur auf der Erdenkarte, ob noch andere Karten hinzukommen, weiß ich nicht, aber ich hoffe es. Und was wollte ich noch sagen? Die Karte ist eigentlich immer die gleiche. Es gibt auch vier verschiedene Punkte, bei denen die Signale immer gesetzt werden müssen und die kommen auch immer in der gleichen Reihenfolge. Wenn ihr bei dem Video aufpasst, werdet ihr vielleicht bemerken, dass wir immer losrennen, obwohl der alte Punkt noch aktiv ist. Liegt einfach daran, der Limbo hat seine Ulti an, hat das Stasis-Feld an. Und wir können halt schon direkt zum nächsten Punkt hinrennen und das Ganze möglichst effizient und schnell machen. Als kleine Tipps könnte ich euch noch geben, dass ihr vielleicht Waffen mit viel Damage mitnehmt, also zum Beispiel Sniper, die auf Korrosion oder Viral moddet, je nachdem, ob der Boss noch Rüstung hat oder nicht. Und dann könnt ihr mit wenigen Schüssen das Auge vom Boss ausschalten. Ihr werdet es auch vielleicht bemerken, dass der Boss bei uns keine Rüstung hat. Das liegt daran, dass wenn man zerschmetternder Einschlag bzw. Shattering Impact auf seiner Nahkampfwaffe drauf hat und den Boss damit dann viermal schlägt, die Rüstung komplett von ihm runtergenommen wurde. Das Ganze wiederholt ihr dann halt 17 Mal, dann habt ihr das maximale Ergebnis, habt auch meistens einen Platz in den Leaderboards, vor allen Dingen wenn ihr das 2 bis 3 Mal macht, und dann bekommt ihr halt wirklich ordentlich viele Punkte, alleine durch die Mission, dann noch wegen Leaderboardplatz und mit ein bisschen Glück bekommt ihr dann nochmal doppelte bis dreifache Punktzahl dadurch, dass ihr das Ganze zu 100% abschließt, also 100 von 100 bei der Murex-Welle macht und dann wird, naja, auch nochmal eine ordentliche Anzahl an Bonuspunkten verteilt. Viel mehr gibt es an dieser Stelle, glaube ich, nicht als Tipp zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Das Video geht, glaube ich, noch 10, 15 Minuten. Vielleicht interessiert es euch ja und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Link when ready. Grenier, keep that uplink intact. Upstairs can't do squat without that signal. For you. Get over there, sharpish.
Chondrix impact in your neighborhood. Hit it. Now patch in your uplink. Incoming Grenier. Wasting time. Drop site marked.
Apache's goons away from that uplink. Everyone in one piece. Solid. That's a wrap.